Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo. Ich wollte jetzt eigentlich noch die Taschen hier, also die Truhen, aufräumen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Aber ich denke, es wird fast nichts anderes übrig bleiben. Hä? Was? Ich wollte das nicht aufnehmen. So, ja, schon besser. Na, das lasse ich auch da. So, ich wollte vor allem auch diese Truhe hier mit der anderen kombinieren. Um das alles wieder besser auffüllen zu können. Eventuell. So. So, zack, 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 zack. Damit wir das ganze Graffel auf einem Haufen haben. So, was haben wir hier noch drin? Zack, 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 zack. Stimmt, unseren 5er-Trank, 4er-Trank, den behalten wir. Den behalten wir ausnahmsweise. So, zack, 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 zack. So, passt. Ein leichtes Durcheinander in den Truhen. Ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen so sortieren könnte noch. So dungeon-mäßig sortieren, das wäre cool. So. Geld ausgeben. Falls möglich. In die Stadt können wir nicht mehr viel investieren, glaube ich, ne? Weil da fehlt uns nur mehr der Kerl eigentlich. Das heißt, ist vielleicht für den Shop was. Yeah, Laden Level 2, 60.000 Schnäppchen für uns. Diese Ladenerweiterung fügt zusätzliche Vitrinen und Dekorationsplätze sowie einen brandneuen Questpunkt hinzu, bei dem Händler Kundenanfragen erhalten können. Das nehmen wir. Ja, bitte. Servus, Kaiser. Ja, geht schon. Kannst du bauen. Super. La, 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 la. Cool. Ich glaube, es schaut aus, jetzt auch ein bisschen anders aus, ne? Mal gleich anschauen. Hallo. Handyman. Boah, das war harte Arbeit, sage ich dir. Ja, du traust mir immer noch nicht. Das ist aber richtig fies von dir. Vergiss nicht, drinnen ist das größer als draußen. Ja. Dann brauchst du nämlich nicht so viel Grundzahlen. Wie cool schaut der Laden jetzt aus. Aha, das sind die Anfragen. Die Stück können wir nach Belieben geben. Eine Zeit, bis das verkauft worden ist, oder wie? Oder bis das... Aha, und da freut sich der Kunde für 11 Stück. Also der Preis ist das, nicht die Stück. Okay, also der Käufer möchte ein Item haben. Und wir können dann sagen scheinbar, wie teuer das sein soll, oder wie. Dann vergeht Bedenkzeit und wenn es ihm gefällt, dann kauft er das Club. Okay. Neue Vitrinen. Ah, und Diebstahlschutz. Wie cool ist denn das? Ich verstehe schon. Alles, was in Vitrinen ist, glauben die Leute, oh, das ist noch geiler als das, was auf dem normalen Tisch steht. Und das ist ein Schutz vor Dieben. Das ist richtig cool. Oh, mei, schaut unser Laden toll aus. Oh, schaut der Laden toll aus. Also, ich finde das jetzt echt super. Hey, wir können auf beiden Seiten... Oh, wie schön. Sprechen. Okay, und was ist hier? Verkaufen. Ah, hier können wir es platzieren. Spendable Kunden, großzügiges Trinkgeld, ja. Und hier drüben wahrscheinlich noch, ne? Ja, da können wir auch was hinstellen. Längere Tage, verlängert die Öffnungszeiten des Shops. Jeder Besucher legt seiner Zahlung ein größeres Trinkgeld bei. Okay, dann nehmen wir das dazu. Und da drüben, statt die Vase, nehmen wir das. So, größeres Trinkgeld hat es geheißen, ne? Können wir jetzt da noch mehr Sachen aufhängen auch? Weil man konnte, glaube ich, hier irgendwo mal was... Hier, glaube ich, geht was, ne? Platzieren, ja, ja. Spendable Kunden. Jeder Kunde legt seiner Zahlung ein großes Trinkgeld bei. Erhöht die maximale Besucheranzahl. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange. Erhöht die maximale Anzahl der Besucher des Shops. Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher. Ah,
Anzahl wäre schon cool. Trinkgeld wäre auch cool, aber Anzahl gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Das hängen wir auf jeden Fall mal auf. Gibt's da nur... Ah, da drüben gibt's noch eins wahrscheinlich hier. Zum Aufhängen. Ich würde auch sagen, nochmal die maximale Anzahl der Besucher. Würde ich sagen. So. Ja. Habe ich noch was im Inventar? Nicht wirklich, ne? Da können wir hier zum Beispiel die Waffen, wenn wir welche finden, reintun. Oder die Heldensachen, ne? Also Tränke und so weiter. Boah, coole Schuhe. Sprechen und Dings. Okay. Richtig cool. Jetzt könnte man noch schauen. Da haben wir noch unsere Sale-Kiste. Ja, perfekt. Achso, ich wollte hinten noch schauen, ne? Ob unser Bereich, unser Schlafplatz hinten irgendwie anders ist. Na, alles beim Alten. Oh, eine Truhe mehr. Okay, fast alles beim Alten. Was können wir hier noch lesen? Da war irgendwas mit Lesen. Achso, dass wir jetzt einen Dungeon aufgemacht haben, ne? Oder wie? Also, dass wir jetzt einen Schlüssel gesammelt haben fürs große Tor. Okay. 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 Das gefällt mir sehr gut, alles zusammen. Das ist coole Schuhe. Passt. Gut. Dann, ich muss mich wieder kratzen, Entschuldigung. so, ja. Das nachdenkliche Kratzen sozusagen. Hä, wer bist du? Wir haben soeben einige Souvenirs beim Le Marchand gekauft. Mhm. Ich glaube, ich habe das falsch ausgesprochen, ist mir aber egal. So. Wir könnten uns noch leisten hier. Luxuriöse goldene Kassette für 15% mehr Trinkgeld oder Wolkenbett. Süße Träume werden aus Gold gemacht. Fühl dich selbst in den härtesten Dungeons gut behütet. Dieser Komfort wird dich auf all deinen Wegen begleiten. Das ist super. Zusätzlicher Platz für deine Gegenstände, die goldene Truhe, die goldene Kassette. Diese luxuriöse Kassette motiviert Kunden dazu, ein zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 15% zu zahlen. Und hier natürlich nochmal eine luxuriöse Verkaufsbox. Gegenstände, die in dieser Verkaufskiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in der Höhe von 50%. Da wäre mir das Bett ehrlich gesagt sehr lieb. Für besser ausgeruht. So, jetzt sind wir pleite. Ist mir ehrlich gesagt aber wurscht. Wir haben genug Materialien noch zum oh, da ist ein Rufzeichen. Stadt. Geht die jetzt schon oder was? Erhöht die Popularität von Rinoka. Geht nur nicht. Hä? Was war das? War noch was für ein Shop? Nö, oder? Ach, da ist der Bauplan. Das sehe ich auch erst rechts oben. Da sind zwei Kisten bei dem Upgrade. Drei Kisten. Die Vitrinen. Da sind zwei Vitrinen mehr. Jeweils vier Kisten dann noch. Boah, das wird richtig groß. Und das letzte Upgrade. Boah. Okay. Das war schön teuer, ne? Der Upgrade, das hier. Kriegt man nur eine Kiste dazu, sehe ich gerade, ne? Ach so, man kriegt wahrscheinlich auch noch dabei Dekorationsplätze. Zwei oder ein neues wahrscheinlich. Ja, okay. Kann man sagen, ist okay. Aber was sollen wir machen mit unserem Geld? Also verpulvern. Also gut, Dungeon, ne, war das Thema. Dann gehen wir mal. Jo. Da, 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 da. So, ab in den Wald-Dungeon. Den Golem-Dungeon lassen wir jetzt mal ein bisschen hinter uns. Den haben wir jetzt eh schon zu Genüge erkundet. Ich glaube, wir haben alle Items, ne? Also alles, was man kriegen konnte. Und das heißt, wir brauchen sowieso auch mal Waldmaterialien. Wir müssen sicher wieder mal zurück zum Golem-Dungeon. Ja, einfach um Eisenzeugs zu holen und so weiter. Aber derweil ist, glaube ich, so okay. Was haben wir denn hier? Es ist uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der vor Jahren unsere Experimente zunichte gemacht hat.
Mittlerweile verschwinden Tag für Tag gewisse Teile unserer Forschungsmaterialien. Schön, das kann man immer brauchen. Ah, eine Ich-fress-dich-Kiste. So. Ah, ich dachte, ich werde es hin. Ich glaube, jetzt haben wir erwischt. Puh, war das gerade eine Rübe? Haben wir gerade eine Rübe bekommen? Das da. Alte Knolle. Eine groß an... Was anmutende... Eine groß anmutende Knolle, die einer toten Pflanze gehört. Sie ist weder lebendig noch tot. Wir brauchten sowas. Und das hier, das hatten wir auch noch nicht, ne? Giftgelee. Aha, nicht gelbes Gelee, sondern Giftgelee. Das rote heißt reichhaltig und das gelbe Gift, okay. Ein giftiges Gelee, das man in dem Waldschleim findet. Vorsicht beim Extrahieren. Ja, danke. Das wird spaßig. So, her mit dem Zeug. Oh ja, ja. Du, was bist denn mit dir, Alter? Du Giftschmeißer. So, was haben wir denn da? Pure Säure, das kennen wir schon. Hier haben wir was Neues. LP-Trank 2 stellt 75 Lebenspunkte wieder her. Definitiv seinen Preis wert. Cool. Das ist cool, tschak, tschak. Achso, die Büsche. Sind hier vielleicht die Büsche? Ja, die Büsche sind jetzt hier die Krüge sozusagen. Also immer schön Büsche zerschlagen. Das schaut aus wie ein Geheimnis hier. Ist aber nichts. So. Na, zack, zack, zack. Zack. Na, ihr Gauner. Ach, das ist nicht fertig. Das Schöne ist, dass die auch das Rote droppen können. Und was mich sehr freut, ist, dass hier von Haus aus der stärkere Elixier droppt. Was ich gleich tauschen werde. Was haben wir denn hier? Modifizierte Samen. Ja. Samen, die durch eine Art Experiment modifiziert zu sein scheinen. Schlug dieses fehl? Aus ihnen will einfach nichts wachsen. Vielleicht sind es die Hybrid-Samen. Aus denen wächst nämlich auch nichts. Also wenn du von einer Hybridpflanze die Samen nimmst, ne, kannst gleich vergessen, da wächst nichts. Das ist Absicht. So, Dünger. Ein effizienter Dünger, der zu ungewöhnlich großen Pflanzen führt. Und da kommt Monsanto ins Spiel. Ja. Ja, schön. So. Geht's da unten vielleicht weiter? Nein. Man muss es probieren. Der, au, ist besiegt, wollte ich sagen. Tag. So, der ist auch besiegt. Alter, du gehst mir auf den Keks. Aha, tada, hier haben wir schon die nächste Ebene gefunden. Das tun wir aber uns noch nicht an. Wir erkunden erstmal mit der Ruhe die ersten Ebenen fertig. Ich hätte nichts saufen sollen. So. Weil wir brauchen ganz viel Material. Au! Ein Busch. Nix ist drin. Autschi, autsch, autsch, autschi, das tut weh. So, da drüben geht's weiter. Das hat weh getan. Das war nicht... Aha, da haben wir so einen Pilz, der sich anhauen muss wahrscheinlich. Oder auch nicht. Aha, da muss ich nicht anhauen. Das soll nur abprallen und wenn er stehen tut, dann kann man ihn besiegen. Okay. Das muss man ja alles wissen. Sei nicht buggy, bitte. Sehr brav. Konservierte Wurzel.
Eine gut konservierte alte Wurzel. Wer hätte das gedacht? Habe ich alles erwischt? Ja. So. Der schmeißt mit Gift. Das ist aber nicht nett. Der schmeißt mit Gift. Das ist gar nicht nett. Der macht hier alles schmutzig. Dieser komische Fatzke. Und wenn ich durchroll, bringt sie's doch auch nichts. Wir müssen die einfach so schnell töten wahrscheinlich. Alter. Boah, ey. Das ist mit dem Gift ist scheiße. Gibt sicher eine Möglichkeit, es wahrscheinlich wegzutun. Vielleicht brauchen wir dafür den Besen. Zum Wegkehren. Ui, ui. Warum nicht? So, sauer. Ich mag unsere Waffe, die was ein bisschen stunnen kann, ne? So. Ich werde verrecken. Was haben wir denn hier Schönes? Muster. Ganz richtig, diese Dungeons scheinen Ihnen zu folgen. Was? Bestimmten Mustern. Man mag denken, sie seien zufällig aufgebaut. Vielleicht sogar vollkommen chaotisch, aber nein. Nein, ganz im Gegenteil. In ihnen steckt Look und Wiederholung. Wie eine Art göttliche Anleitung. Eine Vorlage für jede Neuanordnung eines Dungeons. Soweit wir wissen, gibt es beispielsweise 3 Ebenen in jedem Dungeon. Aber wusstest du, dass es auf jeder Ebene eine heilende Quelle gibt und dass sie stets auf dem Weg zur nächsten Ebene erscheint? Dort platziert, um zu heilen und außerdem den Weg zu weisen? Diese Dungeons wollen regelrecht geplündert werden. Ja, dann machen wir das doch. Oder besser, wir sind eh dabei. Zack. Da geht nichts zum Kaputtmachen. Gut. Aha, das Viech unten, es wird bald erscheinen. Das ist scheinbar wirklich so, wenn man am Anfang ist, oder wie? Wird das Viech da unten unruhig, ne? Man sieht den Schleim passen. Hoppala, da war ich schon. Ja, wir könnten uns jetzt nochmal probieren heilen. So gut es geht. Passt, wir sind voll. Und versuchen wir tatsächlich die nächste Ebene, ne? Wir haben noch einen guten Trank. Und da kommt er schon. Und wir sind weg. Wir haben noch einen guten Trank und einen Haufen schlechterer, ne? Ich möchte den guten Trank, glaube ich, sparen. Und werde den schlechteren auswählen. So, von wo sind wir gekommen? Von da drüben. Da kommen wir immer weg. Okay. Rampampa, rampampa, rampadadadadadada. Rampampa, dampadadada. Autschi. Autschi, 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 autschi. Da-da-da. Da-dam. Plattl haben wir gekriegt, wie schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zack, 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 zack. Schnell kaputt hauen. Pfui. Oh, wir sind voll? Ja, auf. Okay, dann wird's Zeit. Wir trinken den letzten großen Trank. Dann haben wir noch mal ein bisschen Platz, glaube ich. Oder auch nicht. Ah na, das war kein letzter großer Trank, das war ein kleiner. Da kann man Bar saufen. So. Nein. So, jetzt haben wir Platz. Okay, wir sind voll wie ein Christbaum. Das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Vor allem, was ist denn das? Ein Pilz. Den hatten wir auch noch nicht, glaube ich, ne? Magischer Pilz. Ein schwach glühender Pilz. Nach dem Verzehr erhält der Konsumierende für eine Weile zufällige magische Attribute. Am besten meiden. Schön. Giftsporn ist auch neu. Der Name sagt es bereits. Sehr toxisch. Nicht spaßig. Wird von vielen Feinden im Inneren des Dwaldungeons verwendet. Okay. Dann haben wir hier noch was, glaube ich, hatten wir das schon. Konservierte Wurzel hatten wir. Fleisch, Samen, Blüten, Starkblätter.
das hatten wir alles, ne? Lebenswasserdingens. Magisches Holz, das fehlt noch, oder? Holz, das jahrelang magisch. Jahrelang magischen Rückständen ausgesetzt war. Sendet blaue Funken aus. Könnte nützlich sein, um anderen Elementarmagien zu widerstehen. Gut. Dann wäre eigentlich schon wieder ein taktischer Rückzug klug. Hau mal ab. Würde ich sagen. Hau mal ab. Fertig. Wir müssen den Dungeon sowieso öfters betreten. Der Schleimviech ist ja auch wieder da, ne, wie wir es gewohnt sind vom Golem-Dungeon. Also wir können sowieso nicht jetzt durchrushen. Wir müssen sowieso eigentlich Materialien sammeln, damit wir unsere Rüstungen jetzt verbessern können. Ich schaue gleich mal, ob schon was möglich wäre. Ich meine, geldtechnisch nicht, das ist schon klar. Aber vielleicht... Ah, wir haben sogar etwas noch nicht entdeckt. Hier hätten wir alles. Aber wir haben jetzt den Helm hier an, ne? Das heißt, wir müssen uns auch noch dem richten. Fehlt auch noch was. Da, das können wir machen. Schau. Ich glaube, das werden wir auch machen. Das werden wir machen. 44.000. Jesus Mutter. Aber den werden wir machen. Das spüre ich im linken Hüftknochen und da fehlt uns auch noch was. Aber ist wurscht. Wir legen das Ganze mal auf die Seite. Wir brauchen jetzt nur Geld. Das ist alles, wir brauchen nur Geld. Und dann passt das. Also können wir... Oh, warte mal. Ah, da habe ich zu wenig. Da habe ich jetzt, glaube ich, alles zusammen nur 4. 5 mit dem Trank. Das wird sich ausgehen. Können wir einmal den starken Trank verkaufen für einen Helden, ne? Ich brauch's mal. Was wollte ich sagen? Also wir brauchen Geld. Das heißt, wir machen was. Achso, das ist der Typi, der im Dungeon die Sachen da hat, ne? Okay. Okay. Also alles, was wir schon mal gefunden haben, können wir wieder kaufen. Ja. Danke, nein. Da möchte ich hier lieber noch schnell, wenn wir das Geld halt haben, die Tränke brauen lassen. 800er Stück. Geht's halt mal aus. Das muss gut sein. Gehen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ich schmeiß das jetzt mal alles in die Truhe. Und dann schauen wir mal, was wir verkaufen können. So. Ja. Barabam-bam-bam. Also weg damit. Auch den, hoppala, auch den besseren Trank. Ich schmeiß gleich mal alles rein. So. 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 Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn Schönes? Hier hat man 10, 5, 5, 5. Da haben wir einen 5er. Das können wir verkaufen. Das, das und das. Da bin ich da schon fertig. Das können wir hergeben. Das. Das und das. Das, das, das. Das, dieses, ja, passt schon mal. So, dann stecken wir gleich mal da rein. Tränkelein. Und hier drüben. Das Buch. 450. So. Ja. Sale. Schauen. Können wir das reinpfeffern? Mehr nicht. Ja, dann gehen wir mal verkaufen, würde ich sagen. Also, schauen wir mal. Dam, dam,
Servus, begrüße, begrüße, Servus. Wir haben einen neuen Laden, also neu unter Anführungszeichen, der sieht jetzt schöner. Und der Dieb ist schon da, ist nicht zu fassen, oder? Danke für den Einkauf. Ich kann schon aufpassen. Sehr unfassbar, du Gradler. Hab dich. So. Also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Okay, das ist nicht so viel wert. Da traue ich mich wieder 100, nein, 111 zu machen. 1500 ist gut. Ich würde es mit 1700 probieren. Da 60 wissen wir noch nicht. Und da ist die 111. So. Ui, Dankeschön. So. Dann schauen wir mal. Zack und zack. 350 wäre mir lieber. Und hier 325. So, dann nehmen wir das hier mal. 400. Okay, weiß ich noch nicht. Könnte passen. Wow. So, dankeschön. Das Bettchen ist cool. 250 zusätzliches Leben und dreimal Rüstung. Das ist echt cool. Das Bettchen hat sich ausgezahlt. Ist das jetzt unten ein Dieb oder ist das jetzt ein Held? Das schaut schon so ungut aus irgendwie. Eigentlich hätte ich das in die Vitrine stecken sollen. So. Da drüben kann ich auch. Ja, sie ist es, ein Dieb. Du Gauner. Schleich dich. So. 100. Da werde ich mit 112 machen. So, da herüben. Zack. Alt. Zack. Zack. Und zack. So. Also. 270. Okay, da können wir 285 probieren. Hier bringen wir es mit 112 wieder und 450. So. Passt. Ui, da hat jemand das aus der Vitrine genommen. Dankeschön für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Dankeschön. Vielen Dank. Da tun wir den wieder ausstellen. Oh, hallo! 3 Tage bleiben. 30.000. 5-mal alte Knolle. Könntest du mir innerhalb von 3 Tagen 5-mal alte Knolle bringen? Wenn wir Glück haben, schon, ja. Sicher. Primas. Gerne. 5-mal alte Knolle. Bitteschön. 4 Tage verbleibend. Uraltes Holz. Probieren. Danke für den Einkauf. So, wir probieren es. Auf alle Fälle. So. Bin ich mit 400 zufrieden? Ich glaube schon. So. Da ist wieder ein Dieb. Ich sehe den kleinen Fratz. So ein Ungustel. So. Da ist er traurig. Ich sollte nicht so viel ausreizen, glaube ich. Na, komm her, du Verbrecher. Hab ich. So. 450 waren das hier, ne? Ja. So. Wow, ich komm schon. Danke für den Einkauf. So. Dann gehen wir das hier auch noch. Nein. Da will ich auf 85 rauf. So. So, ein bisschen Tränke noch. Dankeschön. Ich komme gleich, gehe noch schnell nach Nachschub holen.
Falls ich noch was habe. So muss ich sagen. Das, das, das. Das, 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 das. Das, 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 das. Das hier, das und das. Da wäre noch was und da wäre noch was. Und das wäre auch noch... Das eventuell... Ah, geht nicht mehr. Okay. Danke für den Einkauf. So. Was haben wir... Was tun wir denn da? Ich würde sagen, das da. 400. Ja, schauen wir mal. Dankeschön. So. Das hier und das hier. So. Da machen wir da 111. Und da 75. 575. So. Ui, ein Held ist da. Moment, ich geb schon, ich geb schon. Ah, danke. So, da können wir jetzt wieder was nachlegen. Nehmen wir das mal wieder nach. Ja, da können wir uns trauen, 111 auch zu verlangen. Hier würde ich sagen, den da nochmal. Den machen wir mit 112. So, ich geb schon, ich geb schon, ich geb schon. Dankeschön. 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 So. Da sind ein paar fertig mit den Nerven, so wie es ausschaut. Ja. War das teuer? Ja, ist eigentlich teuer. Können wir sagen. Nein. So. Ich auch raufgehen. Ja, nein. Mach mal so, ist es gehört. So. So. So, da sind sie alle enttäuscht. So muss das ausschauen. Oh, das wollte ich gerade. Nein, das wollte ich gerade nicht. So und so. Alter. So. Also 3,50 ist ihm zu teuer. Dann machen wir hier 3,25. Und hier 70. Nein. Hier ein mehr. So müsste passen. Da, 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 da. Dankeschön. Dankeschön. Hoppala. Voll geschlafen gerade. Ich dachte, warum kommt er nicht näher? Da besteht er schon einer. Hallo. Oh. Okay. Also, Hartstahl und so weiter, bla bla bla. Wow, Kristallstein. Golem-Entwürfe 1. Und der Lebenssaft, das ist, hat ordentlich. Also, die Runenwerkzeuge auch. 68.233 Goldmünzen haben wir gemacht, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich freue mich. So. Na, das wollte ich gerade nicht. Das darf ich nicht machen. Mm. So. Na, was tue ich denn? Darf ich auch nicht. Nichts Doppeltes, ne? So, das nehmen wir. Gut. Da drüben können wir auch noch was ausstellen. So. Den Rest schmeißen wir in unsere Kiste und gehen wir in den Dungeon. Aber erst im nächsten Part. Boah, sehe ich gerade schon über drüber. So, also weg damit. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!